Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Thomas Sixt's Headcam Cooking, powered by Peperita TV. Ich mache uns heute ein Huhn mit Reisnudeln. Man könnte glauben, das ist asiatisch, aber ihr werdet es ja gleich sehen. Und zwar brauche ich für das Huhn mit Reisnudeln Reisnudeln, ein bisschen Gemüse, Zitrone, Petersilie, Ingwer, aber Pilze habe ich übrig. Da ist eine Hähnchenbrust, einen Sesam, den habe ich schon hergerichtet und hier habe ich eine Hühnerbrühe. Das ganze Spiel geht heute sehr flott, weil es ist heute ein Bürotag. Daher habe ich wenig Zeit zum Kochen. Und es wird ja vielen von euch so gehen. Die Karotte wird einmal geschält. Und dann werden hier ganz einfach Karottenstreifen mit dem Sparschäler direkt in den Topf gegeben. Seht ihr das, wie einfach das geht? Karotte oben nehmen und mit einem Pendelschäler ganz einfach herunterschälen. Die restliche Karotte geben wir da ganz entspannt in meine Suppe hinein. Die tue ich nämlich nachher noch einmal aufkochen dann. So, jetzt haben wir die Karotte. Dann gibt es da ein bisschen an Lauch. Den werden wir jetzt einfach in Streiferl schneiden. Immer mit der Teigkarte arbeiten, das ist praktisch. Dann habe ich da jede Menge Petersilie. Die könnte man jetzt zupfen, aber es ist wenig Zeit. Daher grob schneiden. Ich mag sogar die Stiele drinnen haben, die schmecken mir gut. Kann jeder machen, wie er möchte. Anstelle von Petersilie könnte man auch Schnittlauch oder Koriander nehmen. Ich nehme heute eben die Petersilie, weil ich die im Haus habe. Dann, was haben wir da noch? Ein bisschen an Knoblauch. Ich glaube, das genügt schon. So viel wollen wir da gar nicht. Dann ein bisschen eine Zitronenschale. Die tun wir jetzt auch fein hacken und dazu. Zitronenschale kommt auch in den Topf. Dann habe ich da noch ein paar Schwammerl übrig. Das sind immer die frischesten. Aber was soll man machen? Und einen Ingwer. Vom Ingwer nehme ich auch ein Stück ab. Hier eine Scheibe. Schälen wir den hier leicht. Und schneide den ebenso wie die Champignons ganz einfach klein und gebe die da zur Suppe dazu. Jetzt haben wir unser Gemüse fertig geschnitten. Die Karotten, Petersilie, Champignons, Ingwer, ein bisschen Zitronenschale. Ich gebe da jetzt einen Chili dazu. Und jetzt kommt's, passt auf. Da hinten ist meine Hühnerbrühe. Ich gehe jetzt her, stelle das hier auf volle Power, schütte mir hier diese Hühnerbrühe rüber, die kocht schon seit gestern. Die ist auch sehr geschmackvoll. So, die mache ich jetzt dann noch einmal voll und lasse die noch einmal kochen. Das schaut schon ganz gut aus. Dann habe ich hier Reisnudeln. Die lege ich da ganz einfach dazu. Die sollten gerade knapp bedeckt sein, das geht sich hier gerade noch aus. Nicht ganz, aber sind wir schon zufrieden. Fallen eh gleich zusammen. Und dann haben wir hier noch unsere Hähnchenbrust. Die Reisnudeln brauchen übrigens 4 Minuten. Das geht also irrsinnig schnell. Jetzt zur Hähnchenbrust. Man könnte dieses Gericht, und da denke ich jetzt gerade an den Roland, der viele Videos bei mir immer kommentiert, man könnte dieses Gericht natürlich auch vegetarisch essen. Ja? Also so wie es ist, mit Sesam, Sojasauce abgeschmeckt, ausfährt, ist wunderbar, schmeckt. Ja? Was ich jetzt heute mache ist, ich schneide hier noch Hähnchenbrust hinein und dann nehme ich die Scheiben. Ah, da kommt der Cäsar, der weiß nämlich, was zum Essen gibt. Komm her, Bub. Da schau her, Hähnchenbrust. Ja, die mager. Die mager. Ich schneide diese Hähnchenbrust jetzt ganz einfach hier in Streifen, in dünne, und lasse die dann in der Suppe
einfach mitziehen in ein paar Minuten. Das geht nämlich relativ flott. Ich warte jetzt nur, bis diese Nudeln halbwegs zusammengefallen sind, also sprich nicht mehr ganz hart sind, und lege dann dieses Fleisch dazu und lasse es dann nur noch in der Suppe quasi ziehen. Der Vorteil dieser Zubereitungsmethode ist, dass der ganze Geschmack, was das Fleisch auch noch an die Suppe abgibt, in der Suppe ist und die essen wir schließlich. Also schmeckt es. Da können wir schon reduzieren, habt ihr es gehört? Da klimpern die Töpfe. Das schaut doch gut aus. Fleisch haben wir auch geschnitten. Ich mache jetzt einmal sauber in der Zwischenzeit und dann können wir das Gericht auch gleich vollenden. Jetzt schauen wir mal nach unseren Nudeln und schaut mal her, das ist schon ganz, ganz toll. Das schaut schon genauso aus, wie ich mir das vorstelle. Und da geht man jetzt her und reduziert hier auf Herdstufe 4, gibt das Fleisch dazu. So, aber jetzt aufgepasst, das Fleisch natürlich nicht so im Batzen liegen lassen, sondern gleich dafür sorgen, dass sich das hier gut vermischt, damit die Fleischstücke auch hier durchziehen können und dann auch schön ausschauen nachher. Sonst verbinden sich die wieder. So, wunderbar. Und jetzt lässt man das noch ein paar Minuten ziehen bei mäßiger Hitze und dann können wir das schon anrichten. Vorher geben wir noch ein bisschen Sojasauce dazu. Finito. Hähnchenbrust in der Suppe mit Reisnudeln. Lecker. Ich habe jetzt hier den Nudeln noch einmal kurz Feuer gegeben. Zeige euch jetzt das hier auch, das ist herrlich. Die Petersilie ist grün, das Gemüse hat eine tolle Farbe. Das Fleisch ist auch schon gar. Und jetzt gehen wir daher und richten das Ganze an. Und das geht auch sehr einfach, da hilft man sich ein bisschen mit einem Schöpfer, damit man die Nudeln schön erwischt. Rollt die hier so ein, schaut her. Das schaut ganz gut aus. Ist aber auch schon leichter gegangen, muss ich euch sagen. Dann zieht man die da so drüber. Jawohl. Genau. Und dann geht man hier in die Schüssel hinein. Schaut, dass man möglichst nicht alles voll tropft. Und dann schaut das schon sehr, sehr gut aus. Das ist jetzt weniger. Die kleine Portion. Sehr schön. Und dann kommt man daher und dort den Rest hier rüberschöpfen. Schön. Ich reiche jetzt die Sojasoßen extra dazu, ebenso den Sesam. Jeder mag ihn nicht. Ja, so mancher sagt, Sesam mag ich nicht. Also macht es auch nichts. Kann man dann entsprechend eben separat reichen. Auch wenn man Gäste hat, kein Problem. Hat man keine Sorgen am Tisch. Ne? So. Ist doch lecker geworden. Schaltet es wieder ein. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba. Ciao.